eine Runde mit verschiedenen Onboard-Kameras an. Die grüne Hölle oder wie Helmut Däne sagt, der grüne Himmel beginnt. Leider startet man seit ein paar Jahren auf der Döttinger Höhe. Die lange Gerade ist unterbrochen und so nähern wir uns der Antoniusbuche mit weit weniger Speed als früher. Auch die nun folgende Senke hat durch die reduzierte Geschwindigkeit an Schrecken verloren. Die Hohenrhein-Schikane. Rechts, links und nochmal rechts. Wir überfahren den alten Zielstrich. Wo früher gebremst wurde, wird nun beschleunigt. Der folgende Linksknick hat es in sich. Viele kleine Bodenwellen machen das Anbremsen nicht einfach. Bereits 500 Meter hinter der Startlinie wartet die erste Mutprobe. Der Hatzenbachbogen ist ultraschnell und sehr anspruchsvoll. Die Kurve hängt nach außen und derbe Bodenwellen machen auf sich aufmerksam. Nach einer kurzen Highspeed-Passage fahren wir in einen der technisch anspruchsvollsten Streckenabschnitte, das Hatzenbach-Geschlängel. Der Ausgang der Hatzenbach-Passage erweist sich als besonders tückisch. Die links ist die engste und wird oft unterschätzt. Sie macht zum Ende biestig zu. Sehr faszinierend ist die Passage Hocheichen. Das S im Anschluss an die Hatzenbach-Kurven schmiegt sich geradezu in die Eifellandschaft. Weniger ist hier meist mehr. Nun geht es volles Rohr Richtung Quittelbacher Höhe. Die Strecke ist sehr schmal und wellig. Nachdem die Brücke überquert ist, bereiten wir uns auf die Doppelrechts am Flugplatz vor. Wie auf einer Rampe geht es gen Himmel. Am Flugplatz ist wieder Mut gefragt. Man kommt über die Kuppe der Quittelbacher Höhe geflogen, verzögert kurz und hart und lässt sich mit hohem Tempo den äußerst schnellen Doppelrechtsknick fallen. Nun nähern wir uns dem Schwedenkreuz. Doch Vorsicht, Entspannung ist nicht in Sicht. Der Abschnitt ist höllisch schnell und stellt nur bei guten Streckenkenntnissen und trockenen Bedingungen kein Problem dar. Die Arenbergkurve. Mit über 200 Stundenkilometern schießt man auf den Anbremspunkt zu. Die Besonderheit der Kurve besteht in ihrem großen Radius und sie hängt stark nach außen. Der richtige Speed beim Reinfahren ist das Geheimnis. Die Abfahrt zur Fuchsröhre sieht einfach aus, hat aber besondere Tücken. Man stürzt geradezu den Berg hinunter und das Bike wird höllisch schnell. Die Senke am Ende der Talfahrt ist besonders spektakulär. Wer sich hier überschätzt, der landet unweigerlich im Unterholz. Hier stehen auch an rennfreien Tagen immer Zuschauer. Ganz klar, wir nähern uns dem Adenauer Forst. Eine Kuppe versperrt die Sicht und bei zu hoher Geschwindigkeit ist man ruckzuck in der Botanik. In der Tat passieren hier die meisten Abflüge. Nachdem wir den Adenauer Forst passiert haben, kommen wir zum Streckenabschnitt Metzgesfeld. Die Linkskurve ist sehr schnell, aber schön zu fahren. Trickreich ist die nun folgende Links-Rechts-Kombination. Unter keinen Umständen sollte man zu schnell in die Ausgangsrechts fahren. Die Kallenhardt-Kurve liegt blind um einen Bergvorsprung. Man bleibt hier lange außen und geht erst ganz zum Schluss in die Eisen. Nun geht es wieder steil bergab in die namenlose Links-Rechts-Kombination nach Kallenhardt. Im Scheitelpunkt der Linkskurve lauert eine derbe Senke. Die Brücke in Breitscheid markiert den tiefsten Punkt der Strecke. Hier bleibt man lange außen. Eine harte Bodenwelle direkt nach der Überquerung bringt Unruhe ins Fahrwerk. Kaum haben wir den tiefsten Punkt gemeistert, geht es schon wieder Richtung Himmel. Wie auf einer Rampe führt uns der Rechtsbogen Exmühle um den Berg herum. Die folgende Linkskurve vor dem Bergwerk ist durch den Niki Lauda-Unfall von 1976 bekannt. Mit leistungsstarken Motorrädern ist die Biegung eine Mutpassage. Mit welchem Speed man aus der schattigen Bergwerkskurve kommt, hat großen Einfluss auf die Rundenzeit. Es folgt nun eine gut 2 Kilometer lange Bergauf-Highspeed-Passage. Der Abschnitt, der nun folgt, sieht auf der Streckenkarte harmlos aus, mitnichten. Was mit einer 250er Easy voll geht, wird mit der CBR 1000 zur Zitterpartie. Der Name ist hier Programm. Nordschleifenkenner sprechen von der Mutkurve. Hier geht es durch den ultraschnellen Linksbogen am Ende der langen Kesselchenbergaufgerade,
Mit über 200 Stundenkilometer durchfährt man diese sanft geschwungene Rechts-Links-Kombination. Erst nach vielen Runden findet man hier den richtigen Speed. Die Klostertalkurve, so friedlich der Name auch klingt, für den Piloten zählt sie zu den großen Herausforderungen. Die Befriedigung, hier schnell zu sein, ist enorm. Doch das Risiko fährt hier besonders gerne mit. Es folgt eine der langsamsten Kurven der Nordschleife. Der Rechtsknick ist vor allem am Eingang sehr eng. Wichtig ist, wir brauchen Schwung für das Bergaufstück zum Karussell. Die 180 Grad Steilkurve des Karussells ist legendär. Die Betonplatten geben harte Stöße ins Fahrwerk, aber wir sind hier vergleichsweise langsam unterwegs. Jetzt folgt eine schnelle Bergauf links. Mit schwächeren Motorrädern geht sie voll. Starke Maschinen verlangen Gefühl. Das S vor der hohen 8 ist etwas für Filigrantechniker. Hier braucht man unbedingt den richtigen Rhythmus. Bei Fehlern verliert man enorm an Speed. Hier regelt sich eine leichte Kuppe. Aufgepasst! Schon für manchen Piloten endete hier ein Duell zugunsten der Leitplanke. Das Wippermann S. Rechts, links, rechts, unterschiedlich schnell. Dazu hängende Fahrbahnen, jede Menge mögliche Linien am Ausgang. Hier zählen Mut und Fahrzeugbeherrschung. Wer hier leistungsstärkere Maschinen stehen lässt, strahlt über beide Ohren. Weiter geht's zum bekannten Zuschauerpunkt, dem Brünnchen. Das starke Gefälle und der waschbrettartige Belag verlangen äußerste Konzentration. Die erste Brünnchenkurve hat es in sich. Es geht steil bergab. Zusätzlich hängt die Kurve stark nach außen. Hier verschätzt man sich besonders schnell. Die zweite Brünnchenkurve führt wie auf einer Rampe steil nach oben. Es gilt, viel Schwung mitzunehmen. Die sogenannte Eiskurve ist ein Kurvenlayout von der allerfeinsten Sorte. Hängende Fahrbahn, rampenartiger Aufstieg und am Ende, man glaubt es kaum, man düst direkt in den Himmel. Weiter geht's zum Pflanzgarten. Mit viel Speed kommt man den Berg hinabgerauscht. Eine langgezogene Senke im vorgelagerten Rechtsbogen macht das Anbremsen besonders tückisch. Viel Gefühl ist angesagt. Der nun folgende große Sprunghügel ist legendär. Mit hohem Speed wird das Vorderrad sehr leicht. Nicht verbremsen und möglichst ohne Schräglage den Hügel angehen. Die nun folgende namenlose Rechts-Links-Kombination spiegelt in keiner Weise die Dramatik der Fahrt wider. Zentimeterarbeit ist angesagt. Jetzt wird es extra scharf. Der Schwalbenschwanz oder auch das sogenannte kleine Karussell folgt. Zwar fällt das Banking deutlich geringer aus als im Karussell, doch zu früh gefreut. Die Problemzonen sind der Ein- und Ausgang. Am nun folgenden Galgenkopf wurde schon so manch ein Fahrzeug hingerichtet. Wichtig, beide aufeinanderfolgenden Rechtskurven in einem Radius durchfahren. Die kurze Zwischengerade wird ignoriert. Am Ausgang mit viel Schwung auf die lange Döttinger Höhe einbiegen. Auf der langen Geraden können wir ein wenig verschnaufen. Wer mit viel Herz und Verstand unterwegs ist, für den wird die Nordschleife ein unvergessliches Erlebnis bleiben.